Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS19 aus Stattenbach in Oberfranken. Ich fahre mal zurück zum Hof, denn ich will mal unser Güllefass holen. Immer die beiden Wiesen nochmal, jetzt wo sie schön belüftet sind, schön mit Gülle oder Gülle ausfahren. Ich werde das die Gülle wieder hier bei Patrick kaufen. Ich habe da nämlich noch nichts selber. Bei mir auf der Wiese erzeugen die im Moment ja eh nichts. Also von daher, ich hole mal noch ein bisschen bei Patrick ab, der hat ja die Güllegrube. Und dann bringen wir das Ganze auf die beiden Felder. Ne, auf die beiden Wiesen. Und danach fangen wir mal an, die Strohballen auszulagern. Dass wir da oben unseren Dachboden mal ein bisschen schick kriegen. Wobei ich da erst noch bei Meier vorbei muss. Ich muss mir noch meine Ballengabel abholen. Ich denke mal, das wird alles erst am nächsten Tag. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt heute groß noch durch die Gegend juckeln kann und mir die Ballengabel da hole. Ich muss sowieso erstmal oben mit dem Kompaktlader zusehen, dass ich da Ballen verladen bekomme. Also das wird sich noch ein bisschen hinziehen, das Ganze. So. Aber schauen wir jetzt erstmal, dass wir mit dem Güllefass hier vorankommen. So, muss ich das... Ja, wir können das einmal abstampfen hier, wenn wir hier schon mal sind. Müssen wir noch einen Parkplatz für den... Achso, ich kann den IAC ja im Moment dahin stellen, wo der Kramer stand. So. Ja, wobei, das könnte eng werden. Den da in die Halle buxieren. Ich glaube, ich lasse ihn draußen stehen. Wobei, ich brauche den ja sowieso... Nee, ich hänge den gleich vorm Dingens hier. Vor den Ballenwagen wieder. Dann haben wir da nämlich gleich jemanden, der uns die Ballen oder den Anhänger dann zur Seite fährt. Also 14 Stück lagere ich erstmal dann aus von den Strohballen. Das sollte auf jeden Fall schon mal die Menge sein, die Soppenkasper da wollte. Upp, das war ein Stückchen zu weit hinten. So. Okay. So. Und die beiden Heuballen, ja wie gesagt, einer davon geht auf jeden Fall zur Wiese direkt. Und der andere Heuballen wird wahrscheinlich noch eingelagert. Ich denke mal, das sollte von der Menge her passen. Ich hätte jetzt auch, ich glaube, wenn ich jetzt einen ganz großen Ballen gemacht hätte, beziehungsweise eine Nummer größer... Ein oder zwei Nummern größer. Ich glaube, dann hätte das genau gepasst mit dem Heu, was wir noch in der Presse hatten. Gut. Sei es drum. Können wir uns jetzt auch nicht. Ist jetzt halt so. So. Also den fahre ich jetzt erstmal hier rüber. Dann steht der mir schon mal nicht im Weg. Muss ich an die Hallen? Nee, muss ich nicht. Dann passt das. So. Die hier schon mal abmachen. Und unsere beiden Heuballen, die kommen dann nach da oben. Aber jetzt erstmal Güllefass und Gülle, wobei der Anhänger sich schon wieder ein bisschen... Ich frage mich immer, wer bei mir die Anhänger leicht verschiebt. So. Dann... Lass uns mal rennen, das gute Stück. Moment, nee, ich muss eh ankoppeln. So. Passt. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ich fahre das mit dem kleinen Fendt. Aber der kleine Fendt steht im Moment mit Ballengabel und Gewicht und allem im Stall. Ich habe da eigentlich jetzt herzlich wenig Lust, den jetzt hier rauszuziehen. Alles zu demontieren und etc. So. Passt. Also, in dem Falle. Kommst mit, ne? Ja, passt. Sogar noch ein bisschen Restgülle drin.
Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, geplant gehabt, dass ich, oder ich hatte geplant, dass ich noch mal ein bisschen irgendwo noch ein bisschen Gülle ausfahre. Und jetzt haben wir natürlich noch den Rest hier drin. Nur mal mischen mit frischer. Und dann auf die beiden Wiesen runter. So. Ja, nachher. Gegen irgendwann mal jetzt zwischen 18, 19 Uhr, also so knapp in der Stunde. Denk mal so Gülle ausbringen. Erstmal und dann soll es das gewesen sein. Von der Zeit her. Fahren. Das würde ich gerade sagen, fahren Bernd und ich. Moin. Fahren Alex und ich wieder zu Bernd hin. Mal gucken. Also laut Aussage von Alex, ich meine, seine Frau ist ja schon seit heute Mittag irgendwann mal im Dienst. Und. Nein, weiter. Und die sagte. Sehe wohl gut aus, er wäre wohl auf dem Weg des Wachwerdens. Na, er hätte wohl schon ein bisschen mit dem Finger quasi gezuckt. Und wenn alles gut geht, dann sollte er wohl jetzt innerhalb der nächsten Nacht oder beziehungsweise in Kürze wahrscheinlich wach werden. Was natürlich sehr genial wäre. Weil es wird langsam Zeit. Also sonst ist er wohl soweit aus dem Gröbsten raus. Es ist halt tatsächlich wohl nur noch dieses, ich sag jetzt mal, das klingt immer dumm, wenn man sagt obligatorische, aber wenn man eine schwere Krankheit hat und im Koma liegt, dann ist es ja so, der Körper muss ja aus dem Koma selbst erwachen. Da sollte man ihn nicht immer dazu nötigen. Und deswegen ist im Moment die kritische Phase, man muss warten, bis Bernd aufgewacht ist. Du kannst jetzt nicht beigehen und kannst sagen, ah, komm, wir wecken ihn einfach. Das passt schon. Das darfst du nicht. Du musst da echt warten, bis die Person aus dem Koma erwacht ist. Weil dann der Körper sich selbst so weit regeneriert hat, dass er das von sich aus entscheidet. Ne? Ein Koma bedeutet ja für den Körper quasi Stressfreiheit, ne, weil er die ganzen Einflüsse von außen nicht hat und dann kann er dementsprechend sich mehr drum bemühen, das Ganze von innen heraus zu heilen und kann seine Aufmerksamkeit da mehr drauf legen, als jetzt noch die Aufmerksamkeit zum Beispiel auf Reden, auf Bewegen etc. Alles, was Energie kostet, und das ist ja eigentlich so der Hintergrund eines Komas, ne, dass der Körper einfach ein bisschen entspannt wird. Für sich, dass er mehr sich darauf konzentrieren kann, für sich zu heilen etc. Und das ist bei Bernd im Moment halt auch so. Ich persönlich hoffe, dass er da schnell wieder rauskommt. Also wenn er jetzt in der Nacht aufwachen würde, wäre das eigentlich schon schneller, als der Arzt gesagt hat, weil der Arzt sagte, dass das wahrscheinlich so eine Woche auf zwei durchaus dauern kann. Und da wäre heute Abend oder jetzt in der Nacht, wenn er jetzt aufwachen würde, wäre das eigentlich schon recht schnell. Ich persönlich würde es gut finden. So, mal gucken, dass ich hier wieder rauskomme. Ich bin echt gespannt, was da nachher rauskommt. Also wahrscheinlich, also geplant ist, dass Alex und ich wieder da bleiben. Ja, also Tom ist schon am Hof so weit, dass er jetzt sich, er kümmert sich dann noch um den Rest der Kühe. Ich sage, ich hoffe mal, ich schaffe noch die Ballen auszulagern, ansonsten muss Suppenkasper halt nochmal einen Tag warten. Dann mache ich das morgen früh, beziehungsweise morgen Mittag eher rum, weil ich will morgen früh eigentlich ist geplant, auf die Wiese zu gehen, die drei Wiesen da von Raoul mir mal anzuschauen
Und vielleicht die auch dann gleich schon zu mähen. Ja, weil er sagt, er hat die Fläche und wenn mir das gefällt, dann könnte ich wohl gleich loslegen. Und würde ich da nämlich sonst gerne einmal raufgehen. Erst und dann, weil die Strohballen sind jetzt persönlich noch nicht so dringend, dass sie weg müssen. Wir haben erst Frühling. Das erste Mal Stroh kriege ich sowieso erst im Herbst. Ja, spätestens oder frühestens im Mitte Sommer. Und von daher ist jetzt der Strohauslager noch nicht so zwingend erforderlich. Ich bleibe jetzt einfach hier auf der Gegenfahrbahn. So. Da kommt noch einer. Eigentlich, der kann sie gar nicht raus beschleunigen. Komm, bleiben wir gleich auf der Seite. Das passt schon. So. Komm, vor dem schaffe ich es aber über die Brücke. Da warte ich jetzt nicht, bis der sich hier über die Brücke bis der sich hier über die Brücke bewegt hat mit seinen Rasierklingen unterm Arm. So. Ich denke mal, für die Wiese brauchen wir auf jeden Fall. Oder wird das hier auf jeden Fall der letzte Anhänger sein? Und dann noch ein für den anderen. Ich glaube, wenn ich es richtig weiß, waren es, glaube ich, 3 Füllungen, ne? Die ich beim letzten Mal gebraucht habe für die beiden Wiesen. So. Dann sind wir, glaube ich, auch von der Gülle. Na, ich muss mal gucken. So nächste Wachstumsstufe. Wenn das Ganze wieder ein weitergewachsen ist, dann vielleicht nochmal eine Fuhre drauf. Und dann sollte das, glaube ich, eigentlich diesmal gut bestückt sein. Ich meine, ich sage ja hier, Patrick hat ja noch ein bisschen Gülle. Der kriegt ja auch von den umliegenden Höfen. Ich meine, sein Einzugsgebiet ist echt groß. Ich habe mal geguckt, so Umkreis 50 Kilometer. Hat er Kunden, wo er mit seinem LU doch durchaus auch mal hinfährt. Und manchmal hat er halt das Glück, dass er da ein bisschen Gülle kriegt. Und die quasi mitbringen kann. So. Und dann lagert er die, er hat ja einen großen Tank. Und dann können wir die da rausholen. Also ich habe auch schon gesagt, wenn wir jetzt mal wirklich irgendwie später mal, wenn wir jetzt ganz am anderen Ende der von Stappenbach sind, der hat einen Zubringer. Habe ich schon mal gesagt, dann werde ich mir vielleicht mal seinen Zubringer ausleihen. Und dann können wir wenigstens, oder ich lasse ihn fahren, ist ja egal. Aber dann können wir wenigstens die Gülle zu unseren Feldern kriegen, ohne dass wir ständig durch Stappenbach müssen. Ich meine, es ist ja jetzt, es ist ja auch nicht so dramatisch, durch das Dörfle zu fahren. Aber du verbrauchst halt immens viel Diesel, ne? Wenn du jetzt einmal quer durch Stappenbach musst. Mit deinem Güllefass etc. Und dann musst du wieder zurück und dann musst du wieder hin. Also da bist du, erstmal bist du fahrtechnisch natürlich ordentlich eingespannt. Und zweitens, du verlierst halt extrem viel Zeit. Und wenn du da jemanden hast, der einen Zubringer hat, und Patrick hat einen Zubringer, bietet sich das Ganze natürlich dementsprechend an, ne? So. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir bleiben erstmal auf der Seite. Das dürfte eigentlich passen. Dass wir gleich einfach nur noch einmal kurz hier das Stück da zurück müssen. Gut, das sieht gut aus.
Das bisschen dürfte doch eigentlich für die Wiese hier noch locker reichen. Mal kurz mal ein bisschen schauen. Da sind wir jetzt gefahren. Da müsste hier vorne, da vorne im Knick fehlt auf jeden Fall noch was. So, und dann haben wir das. Wenn ich jetzt hier noch diese Bahn... Er erzählt mir wahrscheinlich am Ende genau noch ein bisschen. Ja, das ist egal. Alles hier so minimal, das fällt gar nicht auf bei der Menge am Ende. So. Gut, einmal auffüllen, andere Wiese. Oh, beeilen, hab noch eine halbe Stunde. Also, ich hab zu Alex gesagt, so zwischen 6 und 7 Uhr, dass wir loskommen. Na, ich habe auch gesagt, ich muss noch meine eine Wiese hier machen. Oder meine beiden Wiesen noch mal kurz mit Gülle befüllen, weil es ist ein bisschen wolkig. Na, die haben ein bisschen Regen, haben sie jetzt in der Nacht angesagt. Na, vielleicht habe ich ja Glück und es schwemmt ein bisschen ein. Ansonsten, ja, mein Gott. Da riecht es halt ein bisschen für die Anwohner. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Würde ich auch gleich, ich fahre gleich auf der anderen Wiese, ich fahre bis ans Ende und fange von hinten nach vorne an mit der Gülle, weil ansonsten fahre ich rauf und muss meiner Meinung nach so viel drehen. Super. Ja, du kannst auch ein bisschen schneller laufen, ne? Ja, du kannst warten. Ich sag ja, ursprünglich war hier ein Fußweg und die Leute sind noch auf dem Trichter, dass das ein Fußweg ist und keine Straße. Ich meine, die Ausfahrt hier ist auch keine Straße, wenn man es mal so sieht. So. Ich bin gespannt, was da heute rauskommt. Und gespannt, was ich euch morgen mal berichten kann. Das wird, denke ich mal, wieder hoffentlich irgendwas an Neues geben. Also, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass ich morgen mit euch oder morgen mit dem Kamerateam anfange zu schnacken und es ist nichts. Auch möglich. Alles im Bereich des Möglichen. Ich gehe mal eher nicht davon aus. Aber möglich wäre es. Stopp. So. Also, nächste Fuhre. Nächste Wiese. Und dann schauen wir da mal. Da haben wir das hinter uns. Morgen kümmern wir uns um die andere Wiese. Um die andere Wiese, um die von Raoul und um die Strohballen. Ja, dann sind wir da auch auf dem Stand. Das passt. Dann vielleicht nochmal mit dem Düngemittel los. Mal gucken. Liebe Lüt, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.